Ja, und ich wollte ganz gerne mal nachfragen, wie denn dieses Eröffnungsgrußwort von Frauke Petry hier bei den Delegierten angekommen ist. Ich gehe mal hier zwischen die Reihen der Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern. Herr Holm, Sie sind der AfD-Chef. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil hier wird ja noch über die Tagesordnung abgestimmt. Was war denn das gerade, was da passiert ist? War das sozusagen der westfälische Frieden im südlichen Rheinland, der da ausgebrochen ist zwischen Frau Petry und Herrn Gauland? Ja, auf den hoffen wir ja alle, denn es geht in 5 Monaten in die Bundestagswahl. Und natürlich wollen wir hier Geschlossenheit demonstrieren. Wir sind nämlich lange nicht so zerstritten, wie es manchmal rüberkommt. Es gibt Diskussionen in Einzelfragen und das betrifft zum Beispiel diesen Strategieantrag von Frau Petry. Aber ansonsten marschieren wir natürlich gemeinsam in diese Bundestagswahl und das wollen wir heute auch zeigen. Heißt das jetzt, dass die beiden gemeinsam als Spitzenduo antreten werden? Das ist wohl nicht zu vermuten, denn Frau Petry hat ja gesagt, sie wird nicht Bestandteil des Spitzenteams sein. Aber dennoch wird sie die Spitze der Partei mit Jörg Meuthen bilden. Sie ist Bundesvorsitzende und wird natürlich auch im Wahlkampf weiterhin aktiv sein für uns. Es gibt Leute, die sagen, der Lackmustest ist der Antrag in Sachen Höcke, Ausschluss von Höcke aus der Partei und der Antrag ebenfalls von Frau Petry eingebracht, dass die AfD sich, ich fasse jetzt mal zusammen, als antirassistisch, als Ergänzung zum Grundsatzprogramm bezeichnet. Stimmt diese Einschätzung, dass diese beiden Punkte der Lackmustest sein werden? Nein, das ist überhaupt kein Lackmustest, denn implizit ist ja klar, dass wir uns gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus verwehren. Wir sind eine demokratische Partei auf dem Boden des Grundgesetzes und von daher ist das schon klar. Die Diskussion ist nur, ob wir das nochmal explizit in Antragsform einbauen müssen ins Programm oder nicht. Darüber wird diskutiert, aber das ist mit Sicherheit kein Lackmustest. Okay, vielen Dank. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Darf ich Sie beide auch kurz mal stören? Auch Mecklenburg-Vorpommern, auch gerne die Damen. Auch mal nochmal auch an Sie die Frage. Wir sind ein bisschen verblüfft über dieses Grußwort von Frau Petry. Friedensangebot, Entschuldigung Richtung Alexander Gauland. Sie auch? Nein, ich bin nicht. Ich finde es normal, das war zu erwarten. Ja. Was bedeutet das denn jetzt für die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Partei, auch auf diesem und vor allem auf diesem Parteitag? Wir können und müssen alle zusammenhalten. Was anderes erwarten die Wähler von uns überhaupt nicht. Also wir müssen zusammen stark antreten. Dass es immer mal ein paar Differenzen gibt, das ist normal bei einer jungen Partei. Das wird sich legen, das wird sich finden. Wir sind noch in den Kinderschuhen und wir wachsen da rein. Ja, vielen Dank dafür und ich gebe zurück zu meiner Kollegin Doris Müller.